Hallo zusammen, Montagabend ging es mal wieder um die Wurst, Skatinsel Rocket, die nächste Monatsmission und ich wie der Bolle mit dem Mang dabei. Ja, ich denke mal, den Modus kennt ihr ja inzwischen, drei Serien à 12 Spiele, also insgesamt 36 Spiele, in der Summe eine gesamte Liste, aber aufgeteilt in drei Abschnitte, maskiert. Ja, mehr muss ich an sich gar nicht zu sagen. Um nach vorne zu kommen, muss man durchaus so 1200, 1300 haben, also ein wenig geschmeidig muss das schon laufen. So gesehen hier mit drei Assen und zwei Buben. Natürlich möchte ich das Spiel bekommen, bekriege es auch für 20. Ja, und Herz 10 passt eigentlich. Ja, und jetzt muss man natürlich schon hier so ein bisschen abschätzen, ne? Ist das nun ein Grang oder ist es keiner? Also ich habe mir gedacht, mit 13 Augen im Keller muss das Ding an sich als Grang durchgehen. War mir irgendwie zu, ja, dusselig jetzt nur den Herz zu spielen. Und dann habe ich mir so gedacht, nach diesem ersten Stich, ja, war ja vorhersehbar. Ich meine, der Stich ist ja sogar super, ich kriege noch den Karo König. Gegen diese 18er Reizung aus Mittelhand war das vielleicht jetzt gar nicht so eine coole Idee, denn einen Buben ziehen kann ich mir natürlich nicht leisten. Also muss ich über die Dörfer gehen und wenn jetzt hier Herz abgestochen wird, wenn Herz zu dritt steht, dann fliegt mir dieser Gang ganz schön leicht aus der Kurve. Ist aber hier zum Glück nicht der Fall. Herz läuft, ja, und damit würde ich sagen, müsste das dann nach Hause gehen. Also Herz 10 hinterher, wird gestochen und mit dem Kreuz Buben, also an sich eine glückliche Fügung, dass die Buben offenbar verteilt sind. Der Bube sticht zuerst, trotz alledem 16, 26, 37. So, und jetzt bin ich natürlich trotzdem Sieger. Wenn ich abschmeiß, laufe ich noch die Gefahr, dass mir das Pik Ass abhanden kommt und ich doch noch verliere. Wenn ich steche, wird natürlich übergestochen. Auf 44, aber jetzt können höchstens noch 14 Augen in Kreuz fallen. König und Pik 10 im schlimmsten Fall. Das ist hier aber nicht der schlimmste Fall, sondern es fallen nur 7 Augen. Aber kann man schon sehen wieder, die anderen haben über 50 bekommen und das, wo die Bauern noch verteilt waren und der Kreuzbube zuerst sticht. Also der Gang war schon ein bisschen an der Grenze, ne? So. Aber hast du den erstmal gewonnen, geht's gleich weiter. Zwei alte Buben, zwei Asse für 18 das Spiel. Gut, und diese Findung ist jetzt bescheiden, ne? Nicht der sechste Trumpf, kein Ass, keine Bubenverstärkung. Ja, das Positive an dem Spiel, ich habe 20 Augen, die ich drücken kann. Ich denke, das ist auch relativ logisch, die zu drücken. Und damit sollte man, egal ob man Kreuz oder Karo spielt, jetzt schon die vier vollen zusammenbekommen. Zusätzlich natürlich noch ein paar Bilder mit den beiden alten. Ja, normal würdest du ja sagen, Karo eher, ne? Da hast du in Kreuz noch den König, so um eine kleine Stärke zu haben. Aber irgendwie dachte ich jetzt, ach, das Ding gewinnst du, nimm das etwas teurere Spiel. In Karo bekommst du dafür so ein Bild mit, was du in Kreuz vielleicht nicht mitbekommst. Willst vielleicht sowieso nicht Trumpf spielen? Naja, das Spiel kann sich ja auch wirklich so oder so ganz leicht hinspielen. Ja, nun kommt Karo raus, für mich nicht die ideale Farbe, muss ich natürlich im Prinzip rauf, um nicht mein Karo Ass zu gefährden. Hinten der König. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, an sich gar nicht so viel verraten. In Trumpf können wir weder so viel retten. Das geht ja eh ein Tick weit über die Beikarte. Also spiel gleich Karo wieder raus, halte ich noch ein bisschen bedeckt. Mittelhand, also Spieler 3, kommt ja ohnehin irgendwie wieder ran. Selbst wenn nach dem Trumpfzug erst Spieler 2 am Stich wäre, dann würde er irgendwo auf dem Bild nach vorne spielen. Ich muss in Herz und in Pik bedienen. So, also Karo kommt hinterher, die 10 mit Ladung, die Karo Dame. Ja, und da spielen sie es natürlich jetzt auch clever. Es wird auf Pik gewechselt, muss ich bedienen. Und jetzt haben sie schon eine ganze Menge. So, jetzt mache ich hier den Herzstich, aber nützt mir das was? Die Vollen sind letztlich raus, also außer Trumpf 10. Ja, und da ist jetzt die Frage, ne? Soll ich jetzt von unten ziehen, soll ich zweimal von oben ziehen, was ist die korrekte Trumpffolge? Ihr seht, ich habe hier durchaus ein bisschen drüber nachgedacht, allerdings vermutlich dann doch nicht lang genug. Ich entscheide mich jetzt hier für so einen Klassiker, erst von oben, dann von unten. Letztlich wäre das wohl auch egal gewesen, wenn denn Trumpf 3-3 gestanden hätte, ist aber nicht. Trumpf steht zu viert und damit verliere ich jetzt dieses Ding und da hätte ich wirklich kotzen können und vor allen Dingen, ich habe mir irgendwie das sehr zu Herzen genommen. Ich habe gedacht, den habe ich irgendwie schlecht gespielt.
und war mir sicher, dass ich hier irgendwo unscharf gespielt habe. Und das habe ich so ein bisschen hier durch das Turnier mitgeschleppt. Soll man ja nicht, soll man abhaken, ist mir aber irgendwie am Montag nicht so richtig gelungen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht gestern schon das Video gemacht habe. Ich brauchte einfach echt ein bisschen Abstand, weil ich das ein bisschen schwer genommen habe. Ich habe es mir in der Zwischenzeit in der Analyse angeguckt, dieses Spiel. Also die anderen haben es. Die Karte stand sehr giftig. Wenn ich Karo zum Beispiel taufe, spiele ich sogar gegen 5 Trumpf. Bei dem Kreuz nur gegen 4. Dafür steht jetzt Karo so unrund 3 zu 1. Und die anderen haben es auf den Punkt getroffen, was auch natürlich gar nicht so schwer war. Karo aus der 10 zu dritt aufgemacht. Und ich hatte jetzt hinten eine ganz kleine Chance, wenn ich den ersten Trumpf von unten spiele, gewinne ich in der vorliegenden Verteilung tatsächlich, aber nur, weil der Zweitrümpfer nur beide Trumpfluschen hat. Also auch eine Konstellation, die ausgesprochen selten ist und auf die man schwer kommt. Ich denke mal, an sich hätte ich eher zweimal von oben ziehen müssen, um eine Chance zu haben, die Trumpf 10 zu greifen. Dann hätte ich das Spiel allerdings auch verloren. Also, das hier mal der etwas ausführlichere Hintergrund zu dieser Partie. Und nun stehe ich nach dem zweiten Spiel im Minus. Und jetzt ist erstmal Spieler 3 dran. Und ich bin, wie gesagt, jetzt schon mental, stellt es euch so vor, ich bin jetzt schon ein bisschen auf Betriebstemperatur oder auf Zinne, wie man auch so sagen könnte. Spieler 3 spielt Herz bei 22. Er nimmt das Pik Ass raus. Ich tauche erstmal, denn der muss ja mindestens ohne Dreien sein. Okay. Er wirft Kreuz ab, alles klar. Ich überlege, mache ich einen Zwischenzug Karo, aber dann denke ich, nee, kannst ja Pik weiterspielen. Dein Partner kann dann Karo abtragen und den Alleinspieler so ein bisschen unter Druck setzen Richtung Karo Ass. In Angriff nehmen. Und hier ist ein Tick überraschend, mein Partner wirft jetzt nicht nochmal Karo ab. Und das kann eigentlich nur eins bedeuten. Mein Partner muss selber das Karo Ass haben, sonst würde er doch jetzt Karo weiter abschmeißen. Also von daher, ich hätte jetzt auch direkt Karo irgendwie greifen können, habe jetzt trotzdem Kreuz König nochmal gegriffen, aber jetzt bin ich zum Glück noch auf den Trichter gekommen. Karo 10, Karo Ass. Der Bubenstich geht auch noch heim und Herz 10 macht zwar noch, der Spieler verliert aber mit 57 und das, wo es ja gar nicht so dusselig jetzt für ihn lief, war halt einfach ein echt schlechtes Spiel, muss man mal dazu sagen, gegen die 4 Trümpfe und den mit Karo 3 Luschen in der Beikarte war es ein bisschen zu wenig. Ja, viertes Spiel. Wir haben schon zwei Reizungen, aber wie gesagt, ich stehe schon im Keller. Ich bin schon so ein bisschen am Brodeln, mit mir am Hadern. Also ziehe ich jetzt hier auch noch ein bisschen weiter. Ne? Will das Ding nicht vor 36 hergeben. Kreuz mit 2, klar. Beikarte ausbaufähig. Ja, aber ich krieg's für 36 nicht. Spieler 3 ist, das kann man so sagen, auch kein Kind von Traurigkeit. Ja, und der spielt den Pik. Das ist natürlich das Spiel, was wir am wenigsten gerne sehen, denn logischerweise, wir haben nur zwei Trumpf dagegen. Das kann ein sehr gutes Spiel sein. So, ich ziehe den Buben ab, falls mein Partner vielleicht mal 4 dagegen hat, damit ich nicht nochmal mit dem Kreuzbuben rankomme. Buben abziehen und dann Herz Lusche rüberspielen, das war die Idee. Nun fällt aber hier Karo Bube, damit ist auch klar, nein, es ist nicht nur ein 5 Trümpfer, also mein Partner kann nur noch den Herz Buben an sich haben, den wird er wohl auch haben, aber es ist nicht das erhoffte Szenario, deswegen brauche ich jetzt auch nicht Herz Lusche rüberspielen, sondern guck mal, ob in Kreuz was geht, ja, und da sehen wir, in Kreuz geht gar nichts, das ist ein Zwei-Farben-Spiel, ja, und ich meine auch logisch, er hat nur Karo Ass sogar noch gedrückt, also 5-mal Karo in der Beikarte, da konnten wir natürlich nichts bei bestellen, das war ein leicht gewonnenes Spiel und damit hat Spieler 3 schon wieder ein paar Punkte mehr als ich übrigens. Steht auch 1 zu 1. Also beide haben wir uns da einen Fehlstart geleistet. Ja, und jetzt duellieren wir uns hier um die Krone der, ja, der Fehlstarter, wenn man so will. Ich habe jetzt hier ja auch wieder einen schönen Ansatz, sage ich jetzt mal. Ne? Der Herz mit einer sehr stabilen Beikarte. Er ist natürlich ohne 6 und nur 4 Trumpf, aber die Beikarte überzeugt. Also ich wollte es schon wissen. Vielleicht war es auch ein Tick überzogen hier in Mittelhand,
aber ich bin auch für 40 nicht rangekommen, also in dem Fall nichts passiert und Spieler 1 spielt den Gang. Und hier habe ich schon den Riecher, wo er nach dem Buben auf sein Ass umzieht, dass vielleicht mein Partner sogar noch einen Buben haben könnte. Deswegen hier die Dame von mir schon mal ein bisschen andickern und andicken den Stich und tatsächlich wird verhaftet. Und damit ist natürlich auch klar, der Grang muss grottenschlecht sein. Er hat zwei Buben nur und Herz Ass 10 Lusche, die anderen Asse habe ich alle. Also wenn wir da jetzt nichts ganz grob fahrlässig falsch machen, dann darf dieser Grang eigentlich nicht nach Hause gehen. Ne? Wunderbar, mein Partner trifft mich im Karo Ass. Oh, und hier hat der Alleinspieler jetzt sogar noch mal ein fettes Pfund gegriffen. Er hat Karo Dame König gedrückt. Das ist ja ganz klar nach diesem Stich, aber das wird ihm dann natürlich auch nicht reichen. 7 Augen gedrückt. Jetzt kann er noch die Herz 10 ziehen. Ja, im Idealfall macht er jetzt noch einen Stich mit dem Kreuz König, aber das kann ich mir auch kaum vorstellen. Und er hat gerade mal 43. Da fliegen auch direkt die Karten weg. Also, da hat er sich wohl durch die 40er Reizung, ja, da hat er wohl auch den Schnabel ein wenig zu voll genommen, ein wenig mehr abgebissen, als er hätte sollen. Und das ist für mich natürlich auch ein Zeichen, Spieler 3, das ist ein Reizschlumpf, da muss ich auch ein bisschen gegenhalten. So wie jetzt hier im sechsten Spiel mit 5 Trumpf Kreuz, beide Trumpf vollen Herz, Ass, Karo Ass dabei. Ja, und dann aber auch wieder eine Raupenfindung. Nichts, was mir irgendwie weiterhilft gegen die 22er Reizung. Ich drücke 7 Augen, spiele den Kreuz und harre der Dinge, die da kommen. Erstmal fällt schon mal ein Karo Bube bei Spieler 2. Der hat wohl höchstens 2 Trumpf. Ja, und dann guckt euch mal diesen Stich an. Wie sitzt denn da die Karte? Herz, Dame und sofort kommt wie aus der Pistole geschossen da die Karo 8. Also Spieler 3 hat 4 Trumpf mindestens, vielleicht sogar 5. Ist herzfrei, hat natürlich noch Pik in der Hand aufgrund der Reizung. Also super krass die Gegensetzung. Da sehe ich schon meine Fälle davon schwimmen. Ich überlege jetzt noch, ja, kann ich mir das überhaupt leisten, hier zu tauchen? Ne? Kann ich das Spiel irgendwie auf Sieg drehen, wenn ich hier tauche? Aber letztlich, dann ist doch mit ziemlich großer Sicherheit Herz, Ass und 10 verloren. Ja, tatsächlich auch in dieser Partie die nachträgliche Analyse ergab, denn auch hier war ich jetzt mit meinem Vortrag letztlich nicht so glücklich, denn jetzt verliere ich hier, wie ihr seht, relativ chancenlos. Ich hätte auch den Buben eben ziehen können, anstatt dem Trumpf König. Aber letztlich, in dem Moment, wo ich das Herz Ass rausgenommen habe, war mein Schicksal besiegelt. Da verliere ich dieses Spiel chancenlos. Tatsächlich, wenn ich da diese Herz-Dame laufen lasse, dann kann ich gegen die bestehende vorliegende Verteilung das Spiel noch mit 61 gewinnen, hätte können im idealen Fall, denn Spieler 3 hatte tatsächlich nicht mal 4 Pik, was ja aufgrund der 22er Reizung stark anzunehmen war, sondern der hatte nur 3 Pik, hatte noch Karo 7, 8, 9 dabei. Ja, da hätte ich mal drauf kommen sollen, aber selbst wenn, dann ist es gar nicht so leicht auszurechnen, dass die Karte auf 61 gestanden hat. Ja, also, da haben wir Spiel 6 durch. Ich habe schöne Karten, kann man nicht anders sagen. Schöne Ansätze gehabt, aber stehe jetzt hier mit 2 Verlustspielen, also schon mit dem Rücken zur Wand. Es lief wirklich nicht schön. Und auch hier bin ich jetzt nicht rangekommen. Auch diese 24 sind natürlich schon frivol. Man kann sagen, vielleicht ein Tick verzweifelt schon. Aber Spieler 3, ich sagte das, auch kein Kind von Traurigkeit. Der macht hier ein Kreuz los, geht gegen meine 4 Trumpf. Muss er antreten, sich erwehren. Pik 10 habe ich nach Hause bekommen. Ja, und damit kann ich doch wohl hier auch gar nicht mehr so viel falsch machen. Karo 10 von meinem Partner eingesackt. Dann ist er nur wirklich alles in trockenen Tüchern. Brauche ich gar nicht den Buben ziehen, oder sollte ich vielleicht auch nicht, denn mit dem Buben ist mir natürlich garantiert, dass ich nochmal ein Pik volles stechen kann. Und das müsste dann für uns reichen. So, mein Partner hat hier noch eine Lusche reingelegt, damit macht das noch einen Tick spannend. Wenn er ein Bild schon legt, dann sind wir schon zu. Jetzt stehen wir auf kurz vor 60 erst, 58 glaube ich, deswegen
muss ich jetzt natürlich hier das Herz Ass auch nochmal ins Geschäft investieren, damit wir diesen Stich Pik Dame König absichern. 56 standen wir erst. Also das war wichtig. Ja, 1 zu 2 bei mir, 1 zu 3 bei Spieler 3 und Spieler 2, der hat bisher nur zugeschaut und steht schon auf 200 Punkten. Also ich würde mal sagen, der hat bisher am wenigsten verkehrt gemacht, so kann man vielleicht sagen, oder das Glück hat ihn, das Schicksal vielleicht auch, das Glück oder das Schicksal hat ihn bisher am wenigsten gebeutelt und jetzt ist er das erste Mal dabei. Mit einer weisen Wahl, auch er spielt hier den Pik, wo ich nicht viel dagegen habe. Natürlich hoffe ich mal, dass mein Partner jetzt den Pik Buben hat und dass der Herz blank war. Da gehe ich auch von aus. Ja, so ist es auch. Jetzt kommt der Überstich. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat mein Partner gut getroffen? Nee, sieht aber schlecht aus. Kreuz, König. Das sieht eher so aus, als hätte er dem Spieler jetzt die Kreuz 10 freigespielt. Unterstich. Beachtlich. Ja, er hat ihm die Kreuz 10 freigespielt, das war glücklich für den Alleinspieler und damit ist Spieler 2 also bisher als einziger hier ohne Beetspiel rausgekommen. So, und jetzt aber Spiel 9. Das muss es doch sein. Findung wieder Grütze, aber drei alte Buben in Vorhand, Ass, 10, Ass. Das Spiel muss ich jetzt doch wohl als Gang machen. Ne? Bin am Überlegen, drücke ich den Karo König mit runter, die vier Augen. Tue ich es nicht. Tue ich es doch. Was habe ich am Ende gemacht? Ich habe gedacht, nee, behalt den mal im Blatt. Das wäre doch jetzt wirklich das Unglück zu viel, wenn sie auch noch Karo zu viert oder zu dritt dagegen haben und alles rausschnippeln. In Herz mit den Luschen kann es schließlich auch verquer sitzen. Ja, und das Spiel wird gewonnen. Können wir hier sehen, Karo König macht seinen Stich, sitzt zwar zu dritt, sodass sie gut aus dem Schneider kommen, aber ich gewinne hier mal einen Gang mit rein und damit bin ich jetzt immerhin schon wieder knapp aus dem Keller aufgetaucht. 24 Spielaugen und insgesamt schon wieder 144. Es kann also noch weitergehen, die Geschichte geht weiter. Ja, und im 10. Spiel wäre ich gerne mit einer Anschlusspartie losgelaufen. Schlicht. Die Gegner sind hier schon bei 27 und als Kreuzhand taugt das Spiel dann wohl doch nicht mit dieser Beikarte. Ja, und für einen Grang ist es natürlich ein bisschen zu schlapp. Da fehlt mir irgendwie mindestens der alte Bube. Ja, auch das hier sieht also stark nach einem Sechstrümpfer aus. Mein Partner hat wohl noch den dunklen Buben, den Kreuzbuben. Gut, und bei der 27er Reizung will ich ihm jetzt die Karte klären. In Kreuz geht ja offenbar nicht allzu viel. Nur hatte ich gehofft, dass mein Partner das Karo Ass hat und da was machen kann. Das ist aber nicht der Fall. Ja, dann muss er jetzt noch ein bisschen Stärke haben. Pik Ass, Karo König oder sowas. Aber er hat nicht Karo König oder er spielt ihn nicht. Was soll mir das sagen? Gut, vielleicht möchte er, dass ich auf Karo etwas abwerfe. Vielleicht steht er doch noch im bestellten Pik Ass. Das war jetzt meine Idee und tatsächlich gestochen wird. Und jetzt Pik 10 hinterher, Kreuz 10 rein. Macht er noch einen Zwischenzug? Nee, der Spieler hatte viermal Pik an der Seite und die 10 im Keller, also auch die eher ungewöhnliche Variante. Also eine Stellung, die du nicht so oft siehst, aber hier war sie dann. Ich habe Pik Lusche König, mein Partner hat nur das Pik Ass blank. Ja, und Pik 10 war gedrückt, damit wurde das Spiel natürlich auch locker hier mit 80 Augen gewonnen. Das ist nichts. Das sind vier Damen. Trotzdem auch für 3-Doppelkopf wäre das noch nicht das perfekte Blatt, wobei dann die Herz 10 auch noch dazu zählt. Wie auch immer. Wir haben ein Herz. Wir betrachten ein Herz von Spieler 2. Auch der ist trumpfmäßig jetzt nicht ganz stark ausgestattet. Nur 5 Trumpf, 21 erstmal bei uns. Ja, und mein Partner forciert hier die Abwürfe in Pik. Okay.
Da bin ich dabei. Da wird gestochen, aber Pik König sieht natürlich so aus, als wäre Pik 10 auch noch bei Spieler 2. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir eben nur noch mal einen Stich machen mit dem Pik Buben und dann kommen wir einfach nicht hin. Kriegen hier noch Karo 10, schön und gut, aber damit ist dann auch Feierabend ein Trumpf und die Pik 10 noch beim Alleinspieler und das reicht uns eben nicht. Er gewinnt mit 70, also Spieler 2, der hat hier die Spiele, die auch mal gegen 4 Trumpf genug Saft und Kraft haben, um nach Hause zu gehen. So, und jetzt in der 12. Partie kriege ich noch mal einen schönen Ansatz hier. Das muss man sagen. Der sieht doch sehr fein aus und das müsste doch mit dem Teufel zugehen. Ja, ganz solides Kreuzspiel. Das sieht wohl jeder. Da könnte man drei Augen Karo drücken. Und weil ich aber ja nun wirklich schon relativ schlecht dastehe, habe ich mich jetzt hier entschlossen, den Grang zu spielen. Der hat natürlich ein gewisses Risiko, wenn die Jungs zusammensitzen. So ist er sofort gewonnen, erfreulicherweise, und hat natürlich auch eine Schneiderschance. Bei Jungs in einer Hand müsste ich wohl im zweiten Stich versuchen, erstmal mir kreuzfrei zu spielen, und dann wird es eben darauf ankommen, ob Pik dann auch noch allzu ungünstig sitzt. Das Risiko bin ich jetzt mal eingegangen, brauche ich hier aber gar nicht weiter fürchten. Kreuz sitzt vorschriftsmäßig, ja, und was wir hier auch sehen, ich prüfe das hier gerade nochmal, ich habe ja Herz Dame gedrückt, was auch erstmal ein Stück ungewöhnlich aussah, aber es war genau richtig, Herz Dame zu halten, dann wären sie hier noch aus dem Schneider gekommen, denn Herz steht zu dritt, da ich aber die Karo Lusche jetzt nur in der Abgabe hatte, habe ich diesen Gang zweifach sogar Schneider gespielt, also hinten raus ein bisschen Kompensation, ein sehr durchwachsener, holpriger Start mit zwei verlorenen Spielen und die habe ich mir, wie gesagt, auch vielleicht ein bisschen zu schwer, zu sehr zu Herzen genommen, denn ich argwöhnte da, dass ich irgendwie nicht gut gespielt habe. Jetzt die nachträgliche Betrachtung und Analyse zeigt, ja, so schlimm war das alles gar nicht. Die Karten saßen halt beide Male wirklich richtig giftig dagegen. Hinten raus noch zwei 96er Spiele bekommen, sodass ich mit 290, 3 zu 2 noch ganz gut aus der Liste rausgekommen bin, sagen wir mal mit einem blauen Auge. Ja, und dann werden wir mal in die nächsten Listen schauen. Da habe ich sogar noch vergessen, das Smartphone auszustellen. Also in den nächsten Listen werden wir schauen, wie es sich weiterentwickelt hat. Und bis dahin wünsche ich euch ein gutes Blatt.